Hallihallo und willkommen zu einem neuen Vlogtober-Vlog. Heute dreht sich alles um das Thema Gartendekoration, also Halloween im Garten. Und dazu zeige ich euch jetzt mal als erstes, wie unser Garten vorausschaut, wie viele Kürbisse ich habe, dass ich Stroh gekauft habe, habt ihr schon im Vlog vom Montag gesehen. Ich habe ein bisschen übertrieben, ich habe nämlich 4 Strohballen gekauft, obwohl wahrscheinlich auch einer oder zwei gereicht hätten. Ich zeige euch mal, welche Deko ich habe für den Garten draußen, dann wird ein bisschen alles verschoben, wird was neu eingepflanzt, wird alles an Ort und Stelle gebracht und zum Schluss kommt dann das Ergebnis. Und alles das, was ich hier jetzt an Deko stehen habe, das ich aber nicht brauche, kommt dann vorne raus, vor die Tür, also beim Hauseingang. Also gut, zeig euch mal, was ich herinnen habe, dann gehen wir in den Garten raus. Also zunächst einmal diesen Kerl da, den haben wir sicher schon 3 Jahre. Der hängt uns meistens im Garten in einem Ast drinnen. Ich habe hier aber einen großen Bruder dazu gekauft, weil irgendwie war mir der zu klein. Und dann müssen wir halt aufpassen, weil der schaut halt auch schon sehr gruselig aus. Das wäre quasi der große Bruder. Mal schauen, ob ich den jetzt raus tue oder dann erst zu Halloween. Ich weiß es noch nicht. Den packe ich dann mal aus. Dann habe ich von der lieben Nadine als Überraschungspaket Bettys Mann bekommen. Wir haben Bettys Mann jetzt übrigens Bobby getauft. Der kommt ins Gras rein, hinter einen Grabstein. Muss ich natürlich auch noch ein geeignetes Plätzchen für ihn suchen. Zudem haben wir diesen großen Grabstein, den habe ich bei TK Maxx gekauft. Ich weiß nicht, ob der nicht eher vor die Tür kommt, wo ich dann eben drauf schreibe, hier ruht Familie Jäger. Im Haus quasi. Dann haben wir diesen großen Kürbis, der wird aber auch zum Hauseingang kommen. Ein paar solche Grabsteine, die man aufstellen kann. Genauso wie hier noch weitere Knochen, Skelettköpfe, dann auch noch eine Kette, die hatte mein Mann letztes Jahr bei seinem Kostüm. Spinnennetz, die auch draußen hinkommen. Also ja, das ist quasi Deko für draußen. Hier sitzt schon Betty und wartet darauf, in den Garten ausziehen zu können. Wir gehen jetzt auch mal in den Garten raus. Im Garten finden sich hier schon ein paar größere Themen. Dann ganz, 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 ganz viele Kürbisse. Auch hier den Kürbis habe ich am Montag erst geschnitzt. Die werden alle aufgeteilt, eben, ja, schön dekoriert. Da muss ich hier hinten mal gleich Schiff machen. Da werden wahrscheinlich dann gleich Spinnweben drumherum kommen. Hier haben wir Mais. Der Mais bekommt auch noch einen Platz beim Stroh. Den werde ich dann zusammenbinden. Da haben wir die Strohballen und oh, hi, hallo, grüß Gott. Du musst dann da vom Stroh runter. Und ja, 4 Strohballen sind eindeutig zu optimistisch gewesen. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Dann haben wir hier weitere Pflanzen, die ich gestern gekauft habe. Also am Montag eben beim Einkauf. Noch mehr Kürbis, das Halloween-Fenster, da gibt es schon einen Vlog dazu. Ist jetzt natürlich verkehrt rum, weil man schaut sich es von drinnen an, aber man sieht es auch richtig schön von draußen, wie das bemalt wurde. Wie gesagt, da gibt es einen Vlog dazu. Ich verlinke ihn euch gerne oben und könnt ihr vorbeischauen, wie sowas funktioniert. Wir werden jetzt die Olive hier rüber rutschen. Blumen in die Töpfe rein, da kommt das Stroh hin und ja, ich glaube, auf der Terrasse wird es ziemlich knapp. Und mein Mann mag das eigentlich gar nicht, wenn auf der Terrasse zwar nicht Platz ist, dass man durchgehen kann. Aber man darf halt auch nicht vergessen, jetzt ist auch nicht mehr Gartensaison. Also wir kriegen jetzt natürlich schon auch noch im Herbst draußen, aber nicht mehr so viel. Das heißt, wenn ich jetzt ja die Skelette da hinsetze, dann ist es einfach so, weil es ist Oktober, es ist Halloween. Und dann müssen Skelette in den Garten. Es geht gar nicht anders. Also ich, ja, leg mal los, werde alles ein bisschen umschieben, verschieben, eintopfen. Mach mal Zauber hier, meld mich zwischendurch. Wow, jetzt geht der Wind. Meld mich zwischendurch bei euch. Hier seht ihr schon mal ganz gut, ich habe mit dem Stroh so eine kleine Stufe gebildet. Da sind jetzt die Kürbisse drauf, hier hinten haben wir den Mais, da nimmt dann die Betty zum Schluss Platz. Da kommen noch ein paar Pflanzen hin und weitere Kürbisse, das wird alles noch eben dekoriert. Und wie man schon sieht, in den nächsten Tagen werde ich wahrscheinlich öfters mal Stroh aufkehren müssen, aufsammeln. Beziehungsweise haben wir hier ihr Heimbuch und die verlieren dann auch im Winter das Laub. Und dazu passend habe ich das hier entdeckt. Und ich musste es kaufen, weil wie genial ist das eigentlich? Jetzt bei Horrorshop auch. Und zwar einfach solche Lawnbags bzw. Laubsäcke im Halloween-Design, wo man gleich zusätzlich eine Deko hat. Ich finde das so genial. Und die werde ich jetzt gleich mal mit dem Stroh anfangen.
Ein kurzer Zwischenstand. Ich habe gerade gemäht und dafür gleich noch so einen Sack verwendet. Das passt ganz gut. Den kann ich nämlich auch aus Deko noch herstellen. Und hier ist eben der Rasenschnitt drinnen. Und die Rasse schaut auch schon sehr gut aus, wie ich finde. Ich habe da jetzt gerade ein paar Fotos gemacht für Instagram und für den Vlog als Thumbnail hier sitzend. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Details. Und weil wahrscheinlich ein paar Fragen kommen zu diesem Kleid, falls ihr so ein Fuchskleid möchtet, ich werde es euch unten in der Description Box verlinken. Dann könnt ihr es gerne nachschauen. Vorteil ist schon mal, heute geht ein Megawind und die Deko hält schon die ganze Zeit stand. Also hier haben wir unseren Geist. Da haben wir einen Toten, der gerne weiter rockt. Kürbisse, größere Themen, Kürbisse, Kürbisse, ein paar so Grabsteine. Hier scheint jetzt noch die Sonne hin. Da hinten ist ein Maisstangerl. Hier hat sich gerade der Benny zu Betty gesellt. In Betty bleibt jetzt auf jeden Fall jemand draußen stehen, es sei denn, ich brauche sie drinnen. Dann haben wir hier einen Sack. Und das war's auch schon. Also das ist die Deko draußen. Ich hätte eigentlich zu Beginn gedacht, dass ich viel mehr Stroh verwende. Aber es wird halt nichts bringen, weil das ganze Stroh verweht es mir nur. Und ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus hier, wenn man rausgeht und die ganzen Kürbisse sieht. Ich habe es übrigens auch schon gezählt. Die Zahl ist echt gigantisch. Auf Instagram gibt es ein Ratespiel, wo ihr mal raten könnt, wie viele Kürbisse sich hier im Garten und im Haus drinnen und vor der Haustür, da habe ich auch schon welche hingestellt, befinden. Und zu guter Letzt stecken wir jetzt noch den Bobby ins Garten. Dann ist es fertig fürs Erste. Denn für die Halloween-Party am 31.10. gibt es natürlich auch noch weitere Deko. Da werden wir dann nochmal rasen, wir werden diese Säcke noch füllen. Da gibt es eine Bowle und nochmal geschnitzte Kürbisse. Aber das dauert halt noch. Ich möchte jetzt nicht zu viel schon vorne wegnehmen. Kommt dann alles noch. Kürbisschnitzen machen wir auch am Wochenende. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und ich finde es schon mal cool. Also ich finde es auch cool. Man sieht zwei auch von drinnen, wenn man raufschaut. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen, mir ein bisschen im Garten zuzuschauen. Ich habe euch jetzt hier unten abgestimmt, dass es leicht ist, wenn ich euch die ganze Zeit so halten muss. Ja, meine Kürbis und ich, wir freuen uns nicht, dass es morgen regnen soll. Dann wird alles ein bisschen nass, aber macht nichts fürs Gras, ist wichtig. Und die Hecken färben sich auch schon langsam bunt. Ich hoffe, bis zum Wochenende tut sich da noch ein bisschen mehr für unsere Kürbisschnitzfotos. Ja, das war's. Wie gesagt, bis zum nächsten Oktober-Vlog. Ich freue mich auf euch und ich schicke euch gruselige Grüße aus dem Garten. Thank you.